Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 187. Mein Name ist Jörg, Kolo ist weg, Kohle ist da, aber im Sturm schaut trotz eines Philipp Kostic-Gedächtnistores doch eher mäßig aus. Darüber sprechen wir heute, das Ganze mit der Nummer 68, dem Mulermeister. Moinsen, Markus. Grüße, Jörg. Und der Nummer 78, dem Korken. Servus, Thorsten. Guten Abend, Jörg. Guten Abend, Markus. Guten Abend. Wie ist das Korken? Werte Befinden, Freunde der Blasmusik? Ich war ja heute in tiefstem Feindesland, in der elitären, Offenbach, dekadenten, Bayern-Gegend, rund um den Tegernsee. Ich habe Uli leider nicht getroffen, er hat auch leider nicht den Fußgängerüberweg vor mir überquert, sonst hätte ich mal ganz scharf gebremst und ihn einen halben Herzinfarkt verpasst, aber ja. Naja, hättest du nicht da einfach warten können? Ja? Nee, oder ich hätte dir noch gegeben, schön, wenn du wartest. Ja, das glaube ich dir. Julian ein Leben. Ich musste ja auch irgendwann wieder heim, weil wir ja aufnehmen. Ne? Also von daher konnte ich nicht Ewigkeiten warten, weil das sind ja auch irgendwie 3,5 Stunden Heimfahrt. Ja, aber vielleicht kannst du dich ja einnisten da unten. Ich meine, der schöne Julian hat vielleicht das ein oder andere Terminchen demnächst in weit weiter nördlich. Ich sag mal so, Herr Mülling, wenn wir vielleicht so ein paar Patrons mehr hätten, so 40.000, ja, wahrscheinlich eher 40 bis 100.000, dann könnte ich mir vielleicht da unten was leisten, aber so. Haben wir das nett? Ich habe gerade gedacht, dann würdest du Julian für hier einkaufen. Das hat mir gerade Angst gemacht, Mann. Dann kaufe ich den Julian extra Pudelione aus dem Supermarkt. Was für Scheiße, den kommst du? Na, bei dir weiß man nicht. Wir könnten uns ja mal in Saudi-Arabien anbiedern. Machen einen Podcast über Al-Hilal oder sowas. Nein, aber wir können, Al-Hilal oder wie heißt das Ding? Aldi oder so. Ah. Aber wir können ja, wenn wir schon dabei sind, ja schon was vorsichtig spoilern. Wir werden heute nicht wirklich viel über diese ganzen Transfers und sowas reden, because sofern alles funktioniert, haben wir nächste Woche den Dustin bei uns. Und dann werden wir das Ganze nämlich gescheit durchleuchten. Ja, also, aber vor allem haben wir dann Zeit. Halten. Aber wir sollten sie zumindest kurz erwähnen. Wir müssen ja nicht in die Tiefe gehen. Das machen wir nächste Woche. Das machen wir dann nächste Woche. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Kader diesmal potenziell stärker oder schlechter ist, trotz der Abgänge. Also auch so auf den Saisonverlauf gesehen. Es ist ja nicht so, dass das GSN-Net Network-Zeugs nicht unbedingt immer falsch liegt bei diesen Sachen. Also wenn ihr Fragen habt an den Dustin, nächste Woche Montag einfach im Chat mit einquietschen oder uns über zum Beispiel die Webseite www.adler-podcast.net Fragen schicken oder wer unter patreon.com/adlerpodcast schon ist, kann uns auch Fragen dort lassen, wir werden dort ein Thread aufmachen. Wer dort nicht ist, ich verstehe nicht, warum man da nicht sein kann. Ich verstehe es nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Also hingehen, anmelden, digitalen Applaus da lassen und Fragen stellen. Zu allem. Vollkommen wurscht. Rein damit. Wir sind auch immer und ewig dankbar. Immer und immer und ewig. Genau. Und wenn wir genügend haben, dann kriegt Mule auch seinen aufblasbaren Julian fürs Unters Bett lege. Den will ich nicht. Den kriegst du trotzdem. Ach, scheiße. Na ja, gut, dann habe ich halt so einen aufgeblasenen Julian und der im Bett liegen, obwohl aufgeblasen ist der ja eigentlich immer. Das aber ist gut. Botox, glaube ich, habe ich gehört. Meinst du? Ja, wer weiß. Ja, vielleicht ist er ja demnächst dann tatsächlich da oben im Norden. Oder wo halt jetzt was frei wird. Also bei unserem Glück wahrscheinlich genau, bevor wir dann gegen die Bienen spielen, sofern das so sein sollte. Aber wir sind hier kein Bienen- oder Imker-Podcast, wir reden über die Frankfurter Eintracht. Und das ist ja manchmal schon schlimm genug. Köln? War Köln. Oder Lewski. Ich würde sagen Lewski, oder? Machen wir Lewski?
Lass mal reihenfolgemäßig machen, oder? Ja, mach mal Levski. Wer war im Stadion? Oho. Mule? Du? Nicht? Mule? Nein. Gegen Levski war ich nicht im Stadion. Schade. Aber man könnte die Spiele eigentlich fast zusammenfassen. Also als eins mehr oder weniger sehen, weil es ist ja irgendwie permanent das Gleiche. Sie spielen, ja, ich sag mal, bis zu 20 Meter vorm 16er spielen sie brav, spielen kontrolliert und dann wird's seltsam. Aber bevor wir zum Spiel selber kommen, noch seltsamer war ja diese Geschichte. Wir haben ja die ganze Zeit schon drüber geredet, über Kolo Muani, der dann einfach kurz vorm einen Tag vorher meint, ja Leute, übrigens, ich spiele hier nicht mehr, ich bin in Paris, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Lust. Glaubt ihr, dass das mit der Mannschaft irgendwas gemacht hat? Oder war denen das herzlich wurscht? Weil die erste Reaktion, die man auf Social Media gesehen hat von dem einen oder anderen Fanvideo, war ja auch recht lustig mit Das ja, vom Rode war ja wohl grandios. Ja. Ja, Gleitzeit. Gleitcremezeit. Ich denke mal, das ganze Hickhack, das ganze Drumherum macht schon ein bisschen was mit der Mannschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend ist fürs Spiel, aber beschäftigen tun die sich damit mit Sicherheit auch. Was macht da jetzt der Idiot? Warum ist er nicht da, der Idiot? Warum lässt er uns vor allem vor so einem wichtigen Spiel hängen? Das sind halt auch alles so Punkte, die mit Sicherheit auch dann in deren Köpfen irgendwie drin ist. Und dann vielleicht der Trotz jetzt erst recht. Weiß nicht. Ich glaube ja auch, dass das mit vor allem mit Spielern auf der gleichen Position, die jetzt tendenziell eher die Nummer 2 oder 3 wären, dass das für die halt relativ schwer ist. Weil ich glaube, du bist da immer fokussiert, aber wenn du weißt, du kommst sowieso an dem Spieler nicht vorbei und dann heißt es relativ kurz davor, okay, der spielt jetzt nicht, jetzt musst du. Das ist halt, glaube ich, auch relativ schwierig, weil du ja innerlich dann auch vielleicht ein bisschen Stress hast. Wir haben die Frage auch auf Spotify gestellt. Stress ja? Muss ja nichts Schlimmes sein. Ne? Also ich meine, so ein gesunder Schub Adrenalin und Wut im Bauch ist nie was Schlimmes, egal wo du dich befindest. Und wenn du jetzt so ein Fußballspiel, ich meine, es ist Sport und du brauchst Adrenalin und du brauchst es auch für die Konzentration, das muss nicht schlecht sein. Ja, muss es auch nicht. Wir haben auch die Frage auf Spotify gestellt. Kann der eventuelle Wechsel eines Spielers die ganze Mannschaft verunsichern? Und sage und schreibe, 94,1% sind der Ansicht, ja, das macht sehr wohl oder kann sehr wohl was mit der Mannschaft machen. Du hast halt auch als Trainer in dem Fall unter Umständen das Problem, dass du gar nicht weißt, okay, wie spiele ich, wie ist denn jetzt die taktische Ausrichtung? Weil bei einem Stürmer, wo du vielleicht zwei oder drei eventuell gleiche hast, kannst du das vielleicht auch kompensieren. Aber wenn der zum Beispiel der Mittelfeldregisseur oder sowas, wir sehen es ja jedes Mal bei Rode. Rode bricht weg, warum auch immer, und es geht einfach nichts mehr weiter. Ja, das hängt ja an, oder dann krankt das System ja an allen Ecken und Enden in Wirklichkeit. Ja, das aber der Vergleich ist schwierig, Jörg, weil Rode ist für mich mehr als das, weil Rode auch ein Mannschaftskapitän ist, ein Anker, auch im Mannschaftsranking, im Standing. Und dieses Ranking und Standing traue ich einem Kohle M einfach nach einem Jahr in der Form nicht zu. Also ohne Frage, es macht was, aber die Frage ist, wie intensiv und wie weit tut es wirklich weh? Und da glaube ich, ist Rode deswegen blöder Vergleich, weil der mehr weh tut, wenn er ausfällt oder wenn was passiert, wie das beim Kolo Muani ist. Ja, ich denke auch, und gerade für die zwei da vorne, für Mamouche und für Ngankam, ist das natürlich auch so ein Zeichen. Okay, jetzt sind wir gefordert, jetzt müssen wir es reißen und dann werden die Eier zusammenklemmen und ihr Bestes geben. Also ich glaube schon, dass das auch durchaus einen positiven Schub in dem Moment bringen kann. Gerade für die zwei vorne. Das außerdem. Und jetzt kannst du dieselbe Diskussion führen, die vor Jahren mit einem Alex Meyer geführt worden ist, die wir mit Philipp Kostic geführt haben. Wenn du so einen hast, der immer vorangeht,
dann droht dir doch auch, dass das Spielsystem auf diesen einen Spieler zugeschnitten ist. Und diese Last sind wir jetzt los. Ja, bist du mit Sicherheit eine Runde unberechenbarer. Es wäre halt auch nur schön, wenn das Ganze jetzt auch sichtbar ist während einem Spiel. Ja, aber wir können mal zum Spiel kommen. Ja, der Anfang war, ja, so kein Fisch, kein Fleisch, bis zur 13. Minute, als Pacho mal kurz, Jakic, weiß ich nicht, mit dem Gegenspieler, mit einer Wand, mit einem, ich weiß nicht was, verwechselt hat, sind die zwei halt ein bisschen zusammengekracht und das hat schon gar nicht so gut ausgesehen, fand ich jetzt. Vor allem bei Jakic, der wurde ja relativ lang behandelt und hat dann erstmal ja, weitergespielt, aber er hat schon ein bisschen ferngesteuert gewirkt, fand ich. Weiß nicht, Mula, wie hast du das gesehen? Hast du gemeint, dass der irgendwie... Also ich muss ganz mal sagen, gleich vorab, die Aufstellung mit Jakic fand ich von Anfang an schon ein bisschen strange. Also ich weiß nicht, warum Jakic da in der Startelf war. Das mal vorab. Also ich meine, vielleicht so defensiv. Im Körperlichen. Ja, aber Gott, das war Lewski. Also ich meine, da musst du jetzt auch nicht so defensiv eingestellt sein mit einem Jakic neben einem Skiri. Ja, aber ne, die spielen also das genau diese... Diese Kleinmannschaften also, spielen ja körperlich extrem hart meistens, weil die gar nicht anders können und da brauchst du halt so einen. Aber bitte. Ja, wie auch immer, nachdem, du hast es natürlich gemerkt, dass Jakic angeschlagen war und als er dann nochmal den Ball an die Birne bekommen hat, war es dann ganz aus. Also eigentlich hätte er sofort ausgewechselt werden müssen. Gerade bei so Kopfgeschichten muss man extrem aufpassen und er hätte gar nicht weiterspielen sollen und dürfen. Und als er dann nochmal den Ball da gegen den Kopf gekriegt hat, war es dann ganz aus, das hast du auch gesehen, der ist ja vom Platz gestolpert wie sonst irgendwas. Es war Silberblick hoch 3, das kannst du nicht anders formulieren. Ne? Ja, genau. Und dann kam Larsson, Hugo Larsson, eingewechselt für Jakic und da muss ich sagen, Respekt dafür, dass er so reingeschmissen worden ist, was er dann gemacht hat auf dem Spielfeld. Das war schon, wie heißt dieser schlimme Spruch, den ich so hasse? A la Bonheur. Was ist mit Aladdin Bonheur? Genau, also es war schon, also es war super. Also du hast richtig gemerkt, wie sich das Spiel auch verändert hat oder geändert hat. In dem Moment, als Larsson da war, der hat die Bälle angesaugt, der hat die Bälle verteilt, der hat die Wege zugelaufen. Also es war echt gut. Ich habe mir gedacht, dass er gut ist, aber nicht, dass er so gut ist. Jetzt muss man gucken, ob das auch weiterhin so bleibt. Aber was er da gemacht hat, das war schon gut. Ja, und der ist 19. Der ist 19, ja. Eben. Der ist 19, hat 2 Länderspiele für die Schweden gemacht. Also da ist schon einiges an Potenzial dahinter. Ich hoffe ja nur, dass es jetzt auch nicht so ein komischer, lustiger Deal ist, dass dann nach einem Jahr gleich wieder mit Tamtam oder sowas verschwindet, weil super Ausstiegsklausel mit 40% Nachlass. Ja, das hoffe ich einmal. Und dass man sich mit dem, mit Hugo Larsson auch die Zeit nimmt, sofern möglich, dass man den nicht gleich verheizt wird, wie keine Ahnung. Aber ich meine, mit 19 musst du erstmal so ein Selbstverständnis haben, ne? Also sich den Ball zu nehmen, nach vorne zu laufen, irgendwie 20 Meter Weg nach vorne zu machen, ohne quer zu passen und dann auch einen Ball in die Tiefe zu bringen. Also das war schon. Ja. Also wenn du bei dem auch jetzt die beiden Spiele vermengst, ne, weiß nicht, ob wir da heute immer drum rumkommen, jetzt auch gegen Köln. Du lieber Herr Gesangsverein, das ist ein. Das kannst du ja nicht mal mehr nur Rohdiamant nennen. Das Ding ist ja schon fast, das ist ja schon angeschliffen. Der weiß sehr wohl, was er macht. Und das ist total irre, genau, Mule, was du sagst. In dem Alter, so abgeklärt, überall da irgendwie die Bälle verteilen, die Lücken zu finden, die Mannschaft mitzunehmen. Chapeau, Hut ab. Ich meine, klar, fehlt jetzt irgendwie nur noch so das letzte Ding, dass sich mal einer traut, aufs Tor zu schießen. Das wäre auch mal schön. Also wenn du dann so siehst, Larsson neben Skiri, dann haben wir schon 2 Sechser. Das ist schon... Die musst du erstmal bessere finden, besseres Mittelfeld, defensives Mittelfeld als bei uns. Also da gibt es nicht so viel in der Bundesliga. Ja, du musst dir vorstellen, du hättest vielleicht Larsson und Ibrahimovic zusammen dort spielen gehabt. Hilfe. Also die hätten dir da einiges auseinandergenommen da vorne. Ibrahimovic.
Ja, Ibrakadabra, der ist wie kommst du auf den denn jetzt? Ja, gut, Schweden, klar. Nationalmannschaft aber ich mein, und so, du Typ. Ja, ja, nee, das ist schon klar, aber ich meine, wir brauchen jetzt nicht noch einen, der noch älter ist als unser guter Hasebe. Was vollkommen wurscht ist, weil der da vorne würde trotzdem noch seine 3-4 Buden machen pro Spiel. Und im Notfall, wenn es halt nicht funktioniert, dann tritt er halt dann wie einfach wen um. Ja, der will aber, der verdient aber auch ein Scheißgeld. Ne? Ja. Ne? Ibra macht das nicht für 1,50 Euro. Der will Padda auf den Tisch haben. Warum reden wir eigentlich über Ibra? Ich dachte, wir reden über Levski. Ja, weiß auch nicht. Wir sind bei der schwedischen Nationalmannschaft gelandet. Das frag Jörg, der hat angefangen damit. Ja, dann mach's doch besser. Dann red doch weiter. Mach nur. Ich kann heute eh nicht zu viel reden. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, das war, ja, mach du. Nee, keine Ahnung. Es war, also Levski war ja echt, wenn du dir anguckst, wie sie da irgendwie mit 5+4 ihren Bus vorm Tor geparkt haben. Da bin ich ja fast geneigt zu sagen, so mit Blick auf den RTL-SD-Fernseher, bei dem ich nicht mehr Rückennummern lesen konnte. Selbst wenn du mal irgendwie versucht hast, einen Ball in den Strafraum zu schießen, da waren halt immer irgendwie mal 18 Füße im Weg und das waren halt irgendwie ein paar zu viel und das war natürlich schon echt bitter. Ja, wir haben ja auch lange Schwierigkeiten gehabt tatsächlich. Also ich meine, letztendlich, was du mittlerweile siehst, wenn ich jetzt auch das Köln-Spiel nochmal kurz mit reinwerfe, ist, dass der Dino das ein bisschen anders macht als seine Vorgänger. Also dieser überfallartige, schnelle Ball nach vorne, das vorne draufgehen, das Pressen, das scheint nicht mehr unsere Spielweise zu sein. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir sind jetzt oder sollen eine Ballbesitzmannschaft werden und das erstmal alles kräftig ausspielen. Das funktioniert auch bis zum 16er tatsächlich überraschend gut. Dann wird es momentan noch ein bisschen schwierig. Vielleicht liegt es daran, dass wir noch nicht richtig eingespielt sind, dass man die Passwege noch nicht richtig kennt und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber du merkst schon, dass wir eine andere Spielweise mittlerweile haben. Mhm. Ja, und du siehst es ja auch bei den ganzen Spielen, die wir bis jetzt hatten. Die Gegentaktik ist einfach, okay, ich warte hinten und so ab 1,25 Meter vorm eigenen Tor laufe ich dann einfach an, mache die ganzen wichtigen Zonen zu und dann passiert halt irgendwie von unserer Seite her nichts mehr. Das Problem haben wir schon immer gehabt. Und wenn du nur auf Ballbesitz bist, dann hast du 98% Ballbesitz und verlierst trotzdem irgendwann mal 1-0. Das ist halt blöd, wenn du nicht weißt, dass du damit anfängst. Ich dazu mal eine gewagte These in den Raum stellen. Yes. Die geht aber auch über beide Spiele rüber. Da ging Grüße raus an den Meltala. Wir haben das gestern auch nach dem Spiel so ein bisschen durchdiskutiert im Stadion. Ich mag es mal versuchen, ein bisschen provokant zu formulieren. Ist vielleicht tatsächlich auch ein Mario Götze, trotz seines begnadeten Fußes, für uns da mittlerweile ein halbes Problem? Warum? Mein Empfinden ist, dass er ganz großartig Bälle verteilen kann, aber für da vorne so eine Zehnerposition zum Lückenreisen mit Hin- und Hersprinten ihm vielleicht mittlerweile tatsächlich die Spritzigkeit abgeht. Und wir haben uns gestern gefragt, ob es nicht tatsächlich eleganter wäre oder besser wäre, ihn quasi auf so eine Achterposition zurückzuziehen, zum Verteilen und lieber vorne einen reinzustellen, der Spieler bindet und damit Lücken schafft, dass irgendwer aus der Sturmecke da dann durchrennen und durchtauchen kann. Das ist die These. Keine Ahnung, Jörg, was denkst du darüber? Also allgemein bin ich schon dafür, dass man sich vorher mal einen reinstellt. Das ist mal immer gut. Aber das ist jetzt gar nicht so verkehrt, weil über das habe ich auch schon mal so nachgedacht, weil er wird ja meistens immer irgendwie so auf so halb links oder so eingesetzt. Da sehe ich ihn zum Beispiel gar nicht. Und als Achter hast du halt den Vorteil, du musst definitiv nicht permanent von 16er zu 16er rennen. Das kannst du dir mit dem 10er und mit dem 6er aufteilen. Also prinzipiell. Aua. Ich sag ja, irgendwann tut's weh. Prinzipiell kann das schon sein, dass das vielleicht mehr Sinn macht, wenn man ihn irgendwie ein bisschen zurückzieht. Ja? Also
Klingt nicht schlecht, dass ich es rausbringe. Ah, mein Rücken. Schneiden ab, dann tut er nicht mehr weh. Wobei man sagen muss, dass wir diesen Spieler ja vor dem Levski-Spiel noch nicht hatten, den wir da als 10 vorne reinstellen können, der die Ballsicherheit hat, die Schnelligkeit hat und den Blick für die Räume. Den könnten wir jetzt haben. Aber das muss ja, man sehen. Du könntest ja zumindest mal eine Zeit lang oder im Training oder wie auch immer probieren, ob du vielleicht die Rollen einfach mit Skiri tauschst, dass du den vielleicht eins nach vorne schiebst. Ja, vergleich das doch mal bitte mit der Entwicklung von unserem guten alten Opa Hase. Der kam, dann war er so ein schöner Sechser, als es dann da quasi mit der Spritzigkeit nicht mehr gereicht hat, ist er eins zurückgerutscht, quasi auf eine Libero-Position, auf die Mitte der Dreierkette. Und da ist er dann irgendwann geblieben. Und das macht er gut, weil er sich da aufhalten kann. Ich sehe es bei Götze tatsächlich mit dem Gedanken ein bisschen ähnlich. Nur so, wenn es vorne nicht mehr fürs Rennen reicht, so ganz 100%, ist er ja noch lange nicht schlecht. Er bleibt ein guter Kicker. Aber vielleicht muss man nicht verschieben. Aber du hast aber durchaus auch schon gesehen, dass die Tore dann gefallen sind, wenn Götze vorne drin war und den letzten oder vorletzten Pass gespielt hat. Ja, ich meine, gegen Levski war er der Vorbereiter zum ersten. Ne? Da geht es ja auch schon wieder los. Mhm. Also ich denke, im Moment brauchen wir den da vorne noch drin, allein um Chancen zu kreieren, weil das kann er halt schon. Er hat schon einen Blick für Räume und wo er reinspielen muss. Manchmal klappt es mit den Laufwegen der Leute noch nicht ganz, weil er wahrscheinlich weiter denkt, als die denken. Aber irgendwann wird das funktionieren. Ich weiß nicht, ich würde Götze jetzt nicht so als lahm, als er rennt sich doch die Seele aus dem Leib. Der rennt sich in jedem Spiel ein Wolf. Also ich sag ja nicht, dass er nicht viel rennt. Ich sag nur, er ist vielleicht nicht mehr so schnell im Vorstoß. Also der Sprint, ne? Das Momentum, wenn du mal anziehst. Ja, und du darfst doch nicht vergessen, wenn du so viel rumrennst und viel, relativ viele leere Wege hast, das raubt dir halt dann auch Konzentration und Ruhe. Also wir wissen alle, wie das ist mit dem Alter. Irgendwann, wurscht, wie durchtrainiert du bist, irgendwann geht's halt schwerer oder gar nicht mehr. Ja, also es ist... Man könnte es auf jeden Fall mal probieren, vor allem wenn er immer links spielt, du siehst ihn ja, er rennt links, so halb links, dann rennt er auf einmal halb rechts, da ist vielleicht auch so ein Problem, dieses Kreuz- und Querrennen, das sind so viele leere Kilometer. Ja, wobei man auch sagt, dass ja hier, oder was man jetzt so mitgekriegt hat, dass Topmöller ja ganz großen Wert auf Positionen legt und Positionstreue und was weiß ich was. Und vielleicht ist es dann nicht so sein Ding, dass der Götze eigentlich nicht wirklich eine feste Position hat, sondern überall auf dem Spielfeld zu finden ist. Da rennt er sich natürlich ein Wolf. Aber andererseits macht uns das auch ein bisschen unberechenbar, dass du nie weißt, wo Götze auftaucht. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wir haben ja jetzt auch ein paar Neuzugänge, wir haben eine ganz gute Bank. Da kannst du vielleicht variieren. Und letztendlich muss er ja auch nicht jedem Spiel vorne auf der 10 spielen. Dann ziehst du mal zurück auf die 8, machst mal einen anderen auf die 10. Wir haben jetzt diverse Möglichkeiten. Und da bin ich ja mal gespannt. Wir sind da schon ein bisschen flexibler geworden, würde ich sagen. Wow. Das werden wir dann noch sehen, ob das wirklich so funktioniert mit der Flexibilität. Weil ja, mit dem Kaderzeug start, können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Lass uns einmal das Spiel vielleicht noch fertig machen. Erste Halbzeit war ein bisschen ja, kompliziert, sagen wir es so. Also wieder viel Aufwand betrieben, keine Genauigkeit gehabt, in Strafraumnähe gewesen, aber mehr war es nicht, außer ein Abseitstor. Und da kam natürlich die Frage auf, warum wechselt er nicht in der Halbzeit? Also ist irgendwie ein Rätsel. Du siehst, okay, es funktioniert nicht. Ja, Jörg, ich nehme ihn sogar in Schutz, weil durch den frühen Wechsel, den er machen musste mit dem Jakic, wenn du dann sofort in der Halbzeit wieder wechselst, hast du noch ein Auswechselfenster übrig. Ist auch gefährlich.
Weil dann musst du eigentlich gleich zweimal wechseln. Und hättest du das wollen? Also ich, wie gesagt, will damit nur sagen, ich kann es nachvollziehen. Ja, und die Einwechslung, die er dann gemacht hat, ja gut, die haben ja dann letztendlich auch gefruchtet. Also es war ja jetzt nicht so schlecht. Ja, also gerade in Gang kam, der dann später kam, der hat ja dann tatsächlich nochmal frischen Wind nach vorne gebracht und der hat dann auch das Tor zum 1-0 gemacht und die Vorlage zum 2-0. Das war schon geil gespielt, das zweite Ding. Und da war Skiri dann halt da, wie man es von Köln halt auch kennt. Zack, ist er auf einmal vorne, hält den Fuß rein und das Ding ist drin. Ja, wobei beim 1-0 fand ich ja den Chipball von Skiri, der war halt genial. Das war so kann man das, also so kann ich arbeiten, ja. Da kann man was mitmachen. Und ja, auch das war, glaube ich, die Szene, die du gemeint hast, dass halt Götze da vorne dann rumschwirrt. Genau, weil Götze in die Schnittstelle gerannt ist, Skiri lupft das Ding drüber, schippt den über die Abwehrreihe drüber und Götze kann wunderbar einmal zurücklegen, in Gang kam es da, macht das Ding rein. Das war schon geil gemacht. Richtig. Und das war kompromisslos, ja, das ist richtig. Genau. Und dann kam halt noch der Wechsel Rode. Also Hauge, tut mir leid, sowohl bei dem Spiel als auch beim Folgespiel in Köln, den musst du nicht einwechseln. Ich finde, der hat keinerlei Impact aufs Spiel gehabt, weder gegen Lewski noch gegen Köln. Aber wer halt Impact hatte, fand ich, war tatsächlich Aaronson. Ein Gang kam. Also, das waren schon gute Auswechslungen. Ja, ich weiß nicht, hatten wir es nicht irgendwie, war das in unserer WhatsApp-Gruppe oder in einer von meinen vielen anderen? So von wegen, wenn das Rezept ist, mit der ersten Mannschaft, die wir auf dem Platz hatten, die anderen müde zu rennen und dann eben so Leute wie ein Gang haben und so weiter reinzubringen, um dann abzuräumen, weil die anderen nicht mehr können, ja, dann kann das auch eine Taktik sein, ne? Aber du musst halt einfach bis dahin dicht halten. Ja, das hat ja funktioniert. Also viel gefährliche Torschüsse kamen von Sofia nicht. Ich fand, hinten standen wir schon ziemlich sicher. Ziemlich sehr sicher. Ja, also die Defensive ist das, wo ich gar nicht drüber mollen kann im Moment. Das passt im Moment, da standen wir schon viel schlimmer. Ja, es ist halt nur die Frage, wie stark die Gegner, gegen die wir jetzt generell gespielt haben, wirklich in der Offensive sind, weil da hat keiner jetzt irgendwie großartig hinten Stress gemacht. Aber manchmal reicht es auch, wie wir dann drüber reden, einmal irgendwie Richtungswechsel und du kriegst einen Elfer gegen dich. Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir ja gleich noch, weil Sofia ist jetzt nicht unbedingt eine langsame Mannschaft. Ne? Hier, wenn du da den Welton da siehst, ne, das ist ja schon, der ist ja schon feilschnell, dieser Typ. Und auch da war kein Durchkommen. Sonst war es immer so, zack, ein Ball über unsere Abwehrreihe, keiner kam hinterher und der schnelle Spieler ist auf den Torwart zugerannt. Das ist uns nicht mehr passiert. Wir sind nicht überspielt worden. Auch nicht bei Kontern. Ja, das ist richtig. Und nichtsdestotrotz hast du nach dem 1-0 von uns durchaus gesehen, dass sie kicken können, weil dann haben sie ja nochmal eine Schippe draufgelegt und haben mal Gas gegeben. Ja. Und sind dann schon auch zu der einen oder anderen, ja, jetzt nicht super mega gefährlich, aber sie haben sich dann schon noch ein paar Chancen erarbeitet. So ist es nicht. Ich finde auch, dass sich der ihr Coach ein bisschen mit diesem wir parken den Bus am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen vercoacht hat, weil wenn die so mitgespielt hätten, wäre vielleicht auch mal einer reingefallen. Ja, ich hatte das von Anfang an das Gefühl, wir versuchen das Ganze jetzt mal in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen zu bringen und dann ist eh nur noch Glückssache und wenn wir Glück haben, kommen wir weiter. Was dann nicht mehr ging, nachdem wir das Tor geschossen hatten, dann hatten sie ja keine Wahl mehr. Ja, aber diese kleinen Vereine haben halt nicht wirklich große andere Möglichkeiten. Ja, also die haben, glaube ich, schon das probiert auszunutzen, was sie dann haben. Und wenn man sich die anderen Spiele anschaut, ich glaube, von 6 Spielen haben sie 4 Stück dann noch irgendwie in der Nachspielzeit gedreht. Also du darfst halt bei denen trotzdem nicht abschalten. Und das hat man am Ende gesehen, da hat man dann so ab der 85. haben die dann auch probiert, aus mehreren Positionen einfach mal abzuziehen mit der Hoffnung, dass einer reinfällt.
Hat ja schon mal funktioniert. Haben wir ja im Hinspiel gesehen, ne? Ja, ja, und sie hatten diesen Sonntagsschuss, da stand es zwar schon 2-0, aber den hatten sie da schon auch nochmal. Ne, ich wollte nur sagen, was ich halt wirklich klasse fand, war dieser stabile Auswärtsblock. Ich meine, Sofia bringt mehr Fans mit als Leipzig, weißt du? Und die haben ein paar Kilometer mehr zu reisen. Also das fand ich schon, bitte da waren schön, schon Leipzig plus Hoffenheim plus Wolfsburg zusammen. Ja. Das sind doch die das stärksten fand ich schon Blöcke, ziemlich oder? Stabil. Hm. Und wie stark? Ja, die leben das halt noch anders. Also, ja, für die da gab es ja angeblich, es gab ja auch angeblich, keine Ahnung, ob stimmt, angeblich vorher noch irgendwelche Ausschreitungen, wo es dann auch irgendwie einige Leute festgenommen haben, weil manche gemeint haben, die müssen da randalieren oder so. Ach, was weiß denn ich. Aber, ja, wie auch immer. Aber ist ja, ja. Im Ende auch wurscht. Ich meine, am Ende des Tages kannst du da zusammenfassen, egal wie mühsam das war, es ist verdient 2-0 gewonnen, verdient in die Gruppenphase dieser Conference League und ja, da warten jetzt ein paar illustre Ziele auf unsere Diva, oder nicht? Ist ja. Richtig. Tatsächlich. Gruppe G. Da geht's Aberdeen, Helsinki und PAOK Saloniki. Genau. Also von allen, alle Wetter-Dingsbums, ihr wisst, was ich meine, sind da drin. Von arschkalt bis brütend heiß und einfach verregnet. Aus Helsinki habe ich kurz nach der Auslosung gleich Infos gekriegt. Die spielen auf Kunstrasen und zu dem Zeitpunkt, wo die spielen, hat es wahrscheinlich so minus 10 Grad oder sowas. Viel Spaß. Ja, ist halt die Frage, ja, gut, ob die in ihrem eigenen Stadion spielen. Die spielen im eigenen Stadion, ja. 10.000 Leute passen da rein. Die ziehen nicht um in ein anderes Stadion. Nein, die haben vorab schon gesagt, nein, wir bleiben in unserem Stadion, das hat uns bis jetzt Glück gebracht. Ungefähr 30 Meter nebendran wäre das große Stadion, das Nationalstadion quasi. Und die haben gesagt, nein, wir bleiben bei uns. Vielleicht ändern sie es noch kurzfristig, aber das heißt 10.000 Leute. 5% Karten für den Auswärtsverein, das heißt 500 Leute dürfen kommen. Ja, dann gehst du nach Aberdeen, da wird es nicht besser, da sind es nämlich 20.866 Plätze, da können dann halt 1.000 rein, das wird genauso spannend. Ja, es ist, ich schaue gerade, wie viel PAOK hat, warte mal. Mal gucken, wer schneller ist. 28.700 ist auch nicht viel besser. Genau. Also es wird überschaulich. Tumba. Beschaulich oder überschaubar? Tumba. Sowohl als auch. Es wird Kabumba. Es ist Mubumba-Stadion in Thessaloniki. Ich finde das halt super. Das schaut am Bild, schaut das echt groß aus. Und dann schaust du 28.703 Zuschauer. Okay. Ja, also ja, kleine Stadien und wenig Karten und man muss aber jetzt auch mal sich anschauen, die SG ist tatsächlich auf Platz 3 der Favoriten, die das gewinnen. Also Conference League. Wir haben ja den besten UEFA-Koeffizienten dieser gesamten Veranstaltung. Ja, was nichts heißt, aber Ja, aber es sagt schon ein bisschen was aus über die letzten Jahre. Ja, aber ich meine, blindes Huhn und Korn und so, du weißt schon, Mole. Nee, ist schon klar, aber ich meine, mal ganz ehrlich, die Gruppe ist jetzt, ich sag mal so, überschaubar. Ja, aber das sollten wir schon schaffen. Ja, sicher sollten generell. Wir das schaffen, aber wenn du dir so generell anschaust, was, das sind jetzt nicht unbedingt Mannschaften großartig dabei, wo ich sage, ui, da habe ich jetzt die Riesen Angst davor, ja. Also Viktoria Pilsen, weiß ich, ist so eine Überraschungskiste, da weißt du nie, was passiert. Dinamo Zagreb ist jetzt nicht so schlecht. Brügge, was hast du noch? Besiktas. Brügge sehen und sterben. Ja. Oh mein Gott. Dann hast du Aston Villa. Ja, Alkmaar ist halt so, ja, weiß nicht. Ja, mit Glück weitergekommen. Florenz ist jetzt auch nicht wirklich souverän gegen Rapid weitergekommen. Also die haben zwar im Rückspiel angedrückt, aber trotzdem nicht.
Ja, da muss man dazu sagen, der Trainer, der kommt aus, ich glaube, der ist in Hoffenheim sogar geboren oder sowas. Was? In Hoffenheim kann man nicht geboren sein. Die sehen alle gleich aus. Ja, ist halt so. Und der hat halt gemeint, das wird easy cheesy und hat einfach mal einige Stammspieler und Leute, die vielleicht nicht transferiert werden, einfach aus dem Kader gestrichen. Das machen wir auf einer Arschbacke. So war es halt dann doch nicht. Genk, ja, muss man eigentlich auch schlagen. Fenerbahce, das kennen wir. Und dann hast du eigentlich schon irgendwie so dein halbes Achtelfinale fertig. Also, jo. Da sind, keine Ahnung, was haben wir denn da für lustige Trnava, wo auch immer das ist. Keine Ahnung, schon mal gelesen. Slowenien oder sowas? Keine Ahnung. In der Fortuna League spielen die. Du liebe Güte. Slowakei. Ja, ist doch fast. Müssen wir schauen, an Slowenien dran. Also los geht's am 21.09. um 18.45 Uhr im Waldstadion gegen Aberdeen. Ja, dann das wird Lamm rum. Am 15.10. auswärts in Griechenland, da wird es nochmal bisschen wärmer. 26.10. zu Hause wieder gegen Helsinki. Und dann müssen wir am 5.11. tatsächlich in diesem kleinen Hasenkasten spielen. Am 5.11., das könnte schon kalt werden in Helsinki. Ja, sagt ich ja. Also da kam schon ein, ja, Kunstrasen, minus 10 Grad, viel Spaß. Und selbst mit dem ich da geschrieben habe, der hat gemeint, na, ich werde da auf alle Fälle, auch wenn er jetzt schon weiß, es wird keine Karten geben, und der wohnt aber da, und er hat schon gemeint, zu frisch, da bleibe ich zu Hause. Ist mir zu kalt. Ach, die alte Kommelle, bei minus 18 Grad in Frankfurt gegen Wolfsburg, da überlebt man auch die minus 10 in Helsinki. Ich wollte gerade sagen, gegen wen haben wir, war das in der Ukraine, wo es so scheißkalt war? Oder waren das, was war, denn das für ein Verein? War das nicht Shakhtar? Ach, das war Shakhtar, das war Shakhtar Donetsk. Da war es auch so, da war es ja irgendwie minus 15, 16 Grad da unten, das war ja auch scheißen kalt. Du hast ja gesehen, wie die Spieler eingelaufen sind, wie sich die Eiskristalle vor dem Mund gebildet haben. Das war schon heftig. Ja, billigen Fusel kaufen und dann wärmt der von innen. Ja, das geht. Von außen mit Wodka einreiben. Oder so, Vaseline. Im Zweifelsfall kurz mit dem Streichholz spielen, dann ist einem wieder warm. Jo. Am 30.11. nochmal zu Hause gegen PAOK. Und dann das am Duell 14.12. der Pyrotechnik, hurra. Hurra, da wird das Stadion brennen. Und am 14.12. nochmal auswärts in Aberdeen. Ich hoffe mal aber, dass da schon alles klar gemacht ist. Sollte. Also die einzigen Sachen, wo ich sage, wo man vielleicht einen Punkt irgendwie abgeben könnte, ist vielleicht, keine Ahnung, am Anfang, weil es noch nicht so ganz funktioniert, irgendwie gegen Aberdeen oder vielleicht in Saloniki irgendwie ein Unentschieden, aber der Rest muss eigentlich gewonnen werden. Bis zum 21.09. haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit, haben jetzt Länderspielpause, die können sich einspielen, die können trainieren. Okay, eine ganze Menge sind nicht da, aber die Neuen sind da. Und dann hoffe ich, dass mal nach der Länderspielpause das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert. Aber lass uns erstmal das Köln-Spiel besprechen, bevor wir darauf kommen. Richtig, das Köln-Spiel am letzten Wochenende. Gestern, ja, wir haben es. Ja, und du weißt nicht, wann die Leute das hören. Ja, lass mal kurz noch einwerfen, dass wir tatsächlich noch zwei Verpflichtungen gemacht haben vor diesem Köln-Spiel, weil das ist ganz wichtig fürs Köln-Spiel, und zwar für die linke Seite Nils Nkunku, der nichts mit dem Nkunku von Leipzig zu tun hat. Den haben wir von AS St. Etienne nach langen, zähen Verhandlungen bekommen und halt eben Fares. Und dann halt Fares Chaibi, wie auch immer. Ich glaube, Chaibi nennt er sich. Chaibi. Ich glaube, der spricht sich selbst tatsächlich Chaibi aus. Das Chaibi. Ich bin bei Mule, der wurde im Stadion auch als Chaibi quasi vorgestellt, also beim Einwechseln. Der Chaibi. Der Chaibi. Der Fares Chaibi vom FC Toulouse. Ich hätte gerne noch eine Chaibi-Käse. Grüße an Frank. Genau.
Wie gesagt, Nkunku für die linke Seite, Chaibi mehr oder weniger als Lindström-Ersatz. Beide noch relativ jung. Nkunku ziemlich schnell. Chaibi habe ich noch nicht gesehen. Das werden wir dann nach der Länderspielpause wahrscheinlich erfahren und nächste Woche dann nochmal tiefergehend mit dem guten Dustin besprechen. Nur mal so, weil ich glaube, der Nkunku-Transfer ist ganz wichtig für das Köln-Spiel. Ist nicht ganz unwichtig, das ist richtig. Warum? Warum glaubst du das wohl? Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß auch nicht, woran mag das liegen? So, jetzt können wir über Köln reden. Also Alter, waren die schlecht. Heidenheim. Ach so. Oh ja. Köln war schon. Die schlecht. So hey. Schlecht. Köln. Okay. Ich sag mal so. Kämpferisch waren die erste Sahne. Defensiv standen sie echt gut. Aber nach vorne ging bei denen ja überhaupt nichts. Die haben einen X-Goal-Wert von 0,91 und ich glaube, der Elfmeter allein zählt 0,77. Also, entschuldige, Mule. Du findest, die standen 0,2. Defensiv gut, so oft wie die Bälle unbedrängt auf Höhe vom eigenen 16er nicht nach vorne spielen konnten, sondern zum Einwurf irgendwie unqualifiziert ins Ausgefackelt haben, das ist stabil. Okay, sagen wir so, Schwebe hat über 20 Meter einen flachen Ball nicht an den eigenen Mann gebracht, der unbedrängt war. Ja, sorry, falsch ausgedrückt. Sagen wir so, sie waren kämpferisch im defensiven Bereich stark, weil sie haben immer einen Kopf dazwischen gehabt, sie haben immer einen Fuß dazwischen gekriegt. Jedes Mal, und ich bin schier ausgerastet, weil immer irgendwo dazwischen stand. Naja, das war, in Wirklichkeit war es ja eigentlich nur dieser Chabot, der sich ja dann später das Bein damit kaputt hat machen lassen. Ja, dieser Packer war auch nicht. Aber der Junior Chabot ist übrigens in Hessisch-Uganda geboren worden. Gell? Ich sag's nur. In Hanau. Ah, sicher. Ich google mal da. Der Chabot. Ja. Der Chabot. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich fand die jetzt auch nicht so toll. Nee. Also, die waren einfach schlecht. Und dieser verfickte Scheiß-Elfmeter wegen dem Trottel Max, der völlig neben sich stand in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten ist er ja auch nicht mehr aufgelaufen. Mein Gott. War doch wieder so ein typisches Kommunikationsproblem. Weil der muss doch den dann nur über, ich weiß jetzt nicht, an wem er vorbeigelaufen ist, aber der muss den doch einfach an den, der eh schon da steht, wer war's? Keine Ahnung, Pacho oder sowas, nur übergeben. Der den Ball schon hatte, dann dummerweise irgendwie, keine Ahnung, Scheiße baut, der kommt, kriegt wieder den Ball, geht an Ebimbe vorbei und dann steht Max und ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat, dann lass ihn von mir aus laufen, aber mach doch nicht das, sowas. Das ist am Rand vom 16er, was weiß ich, da lasse ich den doch nicht so über die Klinge springen. Nee, und sowieso, Max war war gegen Lewski nicht gut, der war gegen Köln unterirdisch. Da war doch gar nicht gut in dieser Saison. Und ich will den ehrlich gesagt in nächster Zeit nicht mehr in dieser Startelf sehen, der hat da nichts verloren. Es tut mir echt leid für ihn, aber es ist einfach definitiv so. Der ist hinten defensiv nicht stabil und nach vorne bringt der auch gar nichts. Wir haben uns ja vor dem abgeschmierten Internet haben wir uns ja hier über Philipp Max und so unterhalten und vorhin haben wir uns auch drüber unterhalten, dass ja Dino sehr stark auf fest zugeordnete Räume und Rollen steht. Und jetzt habe ich mich gefragt, was hat Philipp Max für eine Ansage gekriegt? Denn der hatte so oft den Ball auf seiner Seite und ist dann vorgewatzt wie ein Quartalsirrer und hat dann so, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, 10 Meter nach der Mittellinie, hat einen Anker geworfen, hat aufgehört. Als dürfte er nicht weiter, als hätte er einen roten Strich auf den Rasen gemalt und hätte gesagt, du gehst nur bis da hin und dann ist aus. Na, es gibt ja so eine Trainingsmethode, wo du quasi die Seiten mit so Hütchen abdingst und dann sagst du, da kannst du rauf und runter rennen, ab dem Hütchen kannst du angegriffen werden und ansonsten kannst du einfach nur rennen. Es macht ja kein Mensch was. Nur der kann nicht mal flanken, der Typ. Und vielleicht mal kurz zur Erklärung, weil viele, viele sich aufregen. Ich hätte den nie genommen.
da ist eine, aus einer Kaufoption wurde nach 6 Spielen eine Kaufpflicht. Also hätte man ihn eigentlich nach 5 Spielen stehen lassen müssen. Aber ganz ehrlich, was willst du denn nach 5 Spielen inklusive einer Verletzung bewerten? Nix. Ja, aber ja, nee, natürlich nix. Aber wenn du ehrlich bist, als er kam und hat die 5 Spiele gemacht, was hat der, was ist da los? Da hat er doch gezeigt, dass er eigentlich eine Schippe mehr kann. Vielleicht 2-3 Spiele, meiner Meinung nach, aber mehr war es auch nicht. Aber er kann mehr, ja, das ist richtig. Zumindest hat er uns nur 2 Millionen und nicht wie Hauge 12 gekostet. Wohl war. Auch wieder mal. Ja, keine Ahnung, was mit dem Kerl los ist. Ich verstehe es auch nicht. Ich dachte ja eigentlich zumindest, Standards kann er gut. Das kann er genauso wenig wie alle anderen bei uns. Auf der linken Seite, nach vorne, nix. Nach hinten, auch nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin froh, dass wir jetzt tatsächlich einen Nkunku haben, der vielleicht die linke Seite entsprechend belebt und dann könnte es wieder was werden. Ja, aber der muss sich ja jetzt auch erstmal eingrooven. Natürlich. Also dass er was drauf hat, das wissen wir mit seinem Filip Kostic-Gedächtnistor. Da ist ja doch einer abgegangen, Mulo, oder? Bei dem Tor. Ja, mein Gott, du siehst die zweite Hälfte, wo sie wirklich drückend überlegen waren. Es bringt immer ein Kölner einen Fuß dazwischen, es bringt immer ein Kölner einen Kopf dazwischen. Du bist langsam am Ausrasten, denkst, das gibt's doch gar nicht. Und dann kommt ein Nkunku und haut das Ding einfach rein, wo ich dachte, ja, siehste, geht doch. Natürlich ist mir einer abgegangen. Ich bin schier ausgerastet, dachte, Alter, passt doch, geht doch. Geil fand ich dann ja nur, wer ist Filip Kostic? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Nee, aber hat er ja gesagt, der Nkunku, ne? Deswegen, weil alle so von wegen, das hat ausgesehen wie von Kostic, Alter, genau der gleiche Strahl mit dem gleichen Fuß, genauso knapp vor den Pfosten, ne? Wer ist Kostic, kenne ich gar nicht. Ja, okay. Ach, guck an. Ja, ja. Hat sich mir nie vorgestellt, der gute Mann. Ist das ein Staubsaugervertreter von der Huber, vom Vorwerk? Kost nix. Kostic. Ja, nein, was nix kost, kann nix, oder? Ja, also schade, dass er ihn nicht kennt, weil könnte er sich auch noch ein bisschen was abgucken, aber der Schuss war schon sehr Kostic-like, also das war schon... Ja, und vor allem wie der Typ, ne? Also irgendwie auch mit so einer, hoffentlich bleibt sie ihm erhalten, mit so einem Kampfeswillen, die Körpersprache, die er hatte, die er auf den Platz gebracht hat, die er dann auch mal auch nach dem Tor noch so ein bisschen auf die Ränge übertragen hat. Bitte, bitte, genau so eine Sau brauchen wir da unten. Ja, wie oft hat er mit der Mannschaft trainiert? Einmal? Ja, eben. Ne? Also das muss man nochmal bedenken, wenn der sich mit denen noch einspielt und so weiter. Ich glaube, auf der linken Seite sind wir dann echt gut besetzt. Rechts muss man halt dann gucken, ob Ebimbe oder Knauf, wenn Knauf mal langsam die Kurve kriegt, mal wieder eine ansteigende Formkurve hat und an das rankommt, was er schon bei uns gezeigt hat, ja, dann könnte das aber schon ganz Knauf, nett werden mit links und rechts. Knauf gebe ich noch Zeit. Der war noch nicht fit, der muss sich hier reingrooven, noch ein paar Wochen, der kriegt von mir noch alle Zeit, die er braucht in der Hinrunde. Ja, und das war Knochen. Und du hast halt auch wirklich in der zweiten Halbzeit gesehen, du kannst dir nicht absprechen, dass sie nicht wollten. Die wollten alles. Die haben alles gegeben, die haben alles versucht. Und jeder hat wirklich gekämpft. Und ich glaube, Köln ist 127 Kilometer gelaufen. Also wir haben die schon ganz schön laufen lassen. 126,38 zu 119,25. Also ja, laufen lassen, Hammers. Doppelt so viel Pässe, also nicht ganz, aber so die Richtung. 87% Passquote, ja, das kann man halt jetzt aktuell irgendwie oder bei dieser Spielweise genau gar nicht zählen, weil wenn du hinten wie eine Handballmannschaft um den Kreis ständig rumspielst, ja, dann hast du halt hohe Passquoten hoffentlich. Ja, dafür sind 50% der Flanken angekommen. Es ist eine Steigerung. Ja, guck. Aber ne, bei allem, Jörg, du erinnerst dich, ne, der Mule zum Leidwesen auch, was haben wir alle auch über Tuta abgeledert? Und jetzt gegen Köln, also ich bin noch weit weg davon, weil dafür muss er bitte schön stabil noch ein paar Wochen bleiben.
Aber zumindest jetzt gegen Köln möchte ich ein Stück weit Abbitte leisten, weil der war so ruhig hinten in seiner Dreierkette. Der hat nicht wie so in der Rückrunde überhastet irgendwo rausgerannt und verschoben. Selbst wenn da ein Kölner kam, ist er auf seiner Position geblieben. Dino Topmöller, ne? Position und so, Räume. Und hat da so clever verschoben, dass dann einfach die Laufwege zu waren. Wer auch immer da kam, ist halt auf ihn draufgerannt. Ja, so können wir das weitermachen da hinten. Das ist ganz geil. Das ist richtig. Sogar Baumgart hat das Positionsspiel der Eintracht gelobt. Ja, es fehlt dann immer vorne der Abschluss und ein bisschen die Kreativität vorne. Das fehlt ja, dass es permanent ist. Ja, aber das kann man ja noch reinbringen. Also das ist ja so ein Ding, was sich entwickelt. Ne? Das muss bedenken, so viele von letztem Jahr stehen nicht mehr auf dem Platz. Und das dauert halt alles einen Moment. Du hast einen neuen Trainer mit einem anderen Spielansatz. Das sieht man ja ganz deutlich. Also Topmöller will was anderes, als es jetzt ein Glasner wollte oder vorher ein Hütter. Ja, aber wenn ich mir jetzt diese PK hernehme, dann... Ja, die habe ich nicht verstanden. Also dann denke ich mir, okay, auf welcher Basis analysierst du das? Lass uns da doch gleich zukommen, weil ich möchte erstmal leider, Jörg, dir kurz insofern ein bisschen widersprechen, weil du hast es selbst gesagt, der Chabot, was der alles rausgelöffelt hat, mit dem Fuß, mit dem Kopf, selbst ein Hauge hat diesen wunderbaren Bogenlampenschuss aufs Tor gehämmert, wo der irgendwo noch seine 5 Haarspitzen in den Weg kriegt. Also, wenn das normal läuft und da nicht der eine Abwehrspieler immer dieses verdammte Scheiß bisschen Glück hat, dann gehst du in dem Spiel mit 3-1 oder 4-1 nach Hause. Da lege ich mich mal fest. Natürlich habe ich nach dem Spiel auch gekrantelt und habe gesagt, so eine Grütze, was die gespielt haben, das ist mir, war zu wenig für meine Erwartungen und Hoffnungen. Aber ich brauche da manchmal eine Nacht, um drüber zu pennen. Ja, jetzt hatte ich sie ja. Ja, aber das zeigt halt auch trotzdem, dass die, dass wir trotzdem keine andere Lösung gefunden haben. Weil du bist halt trotzdem die ganze Zeit gegen diese Wand gelaufen und ja. Ja, ich würde es nicht ganz so extrem sehen. Wir hatten schon Lösungen gefunden. Wie gesagt, das hat ja immer einer dann letztendlich am Ende einen Fuß dazwischen gebracht. Ich fand, die zweite Hälfte hast du richtig gesehen, was möglich ist und was noch. Klar, das war immer noch lange nicht perfekt und noch lange nicht richtig gut. Aber es war sehr viel besser als in der ersten Halbzeit. Meiner Meinung nach, ein Dino Topmöller ist da ja anderer Meinung. Da kommen wir ja gleich dazu. So, da kommen wir gleich hin. Aber jetzt Verstärker da oben drauf. Jetzt vergleichen wir mal das Spiel Lewski. Da bin ich, Jörg, völlig bei dir. Da haben wir kein Rezept gefunden, irgendwie in den Strafraum zu kommen. Da hatten wir auch keinen Schuss aufs Tor, den irgendeiner zufällig weggekratzt hat, sondern da sind wir immer irgendwie in der gegnerischen Abwehr koordiniert hängen geblieben. Das war gegen Köln anders. Es gab ja bei Leski gab es ja nicht mal Eckbälle, weil wir nicht mal bis da hinten hinkamen. Und wie gesagt, das finde ich war gegen Köln komplett anders. Weil gerade in der zweiten Hälfte, die wir ja die Ordnung verloren haben, aber ne, kannst du gleich deinen Take rauslassen, Mule. Ja, alles gut. Da hatten wir Chancen, wir hatten Möglichkeiten, die waren schön rausgespielt und die sind jetzt nicht verhungert, weil wir zu doof waren, noch einen Pass zu spielen oder, sondern weil es mal die Fußspitze war, die Haarspitzen, die ist mir völlig egal, aber das war keine kontrollierte Abwehr, da war halt irgendwie einer, der es nochmal geschafft hat, mit irgendeinem blitzartigen Reflex irgendwo hinzutauchen. Ja, im Grunde hätte ja Ebimpe schon in der ersten Halbzeit das 1-0 machen müssen, wo er dieses Ding da relativ freistehend vergurkt hat, ne? Also hätte er den richtig getroffen, dann hätte Schweber wahrscheinlich nichts gemacht. So ging er. Naja, er hätte ihn ja richtig getroffen. Das Problem ist, dass der Ball, das siehst du in der Wiederholung schön, kurz vorher nochmal ganz komisch aufspringt und dann ist das bei der Geschwindigkeit halt no way, Jose. Ja, da musst du halt einen scheppen Fuß haben. Der scheiß Platz ist wieder Maulwurf. Schuld. Hat wieder der gute Platzwart nicht anständig geschafft. Ja. Der Platzwart. Nein, das siehst du in der Wiederholung schön. Ja, gut. Aber wurscht. Hauptsache das Ding dann noch irgendwie halbwegs gerettet. Und dann gab es dieser ominöse, ominöse Pressekonferenz, wo Dino Topmöller die erste Halbzeit eigentlich taktisch besser gesehen hat, weil in der zweiten Halbzeit
hat wenn die positionsgetreu genug so waren. Wirklich ja. gebraucht. Er fand super, dass die Spieler das selber gelöst haben, aber das sollte nicht der Plan sein dahinter. Das war was? Anarchie Warum? In der gegnerischen Hälfte. Jeder hat nur noch gemacht, was er wollte. Ey, sorry, aber das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Nee, wie war es denn im Stadion? Kam dir das auch so vor, Korken, dass die in der zweiten Halbzeit ja irgendwie nicht ganz so gut waren wie in der ersten, obwohl da eigentlich viel mehr passiert ist? Also ich kann meinen Sitznachbarn zitieren und er sagte nur, guck mal, wie geil, was auch immer der jetzt umgestellt hat, auf jeden Fall haben sie jetzt Chancen und machen da vorne was. Ja, das heißt aber, die Mannschaft macht sich das selber aus und er kann reden, was er will. Im Umkehrschluss. Das wäre blöd. Das wäre sehr blöd. Aber es hat ja auch, ich glaube, der Kollege von der FR, glaube ich, hat dann irgendwie gleich nachgefragt mit, also wir hätten sie in der zweiten Halbzeit alle besser gesehen. Warum du nicht, lieber Saurier? Und ja, also... Ja, er hat ja in der Pressekonferenz wortwörtlich gesagt, hätten wir so gespielt wie in der ersten Halbzeit, hätten wir uns mehr Torchancen rausgespielt. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Glaube ich auch nicht. Nie. Ever. Ja. Gut, da hat er uns alle gleich verwirrt zurückgelassen. Ja, also zumal also ja auch in der zweiten Halbzeit die Kölner auch nicht wirklich anders gespielt haben wie in der ersten Halbzeit. Also da war kein Unterschied zu sehen in Wirklichkeit, außer dass die Nummern hinten reingedrückt worden sind und nicht mal aus Verlegenheit wirklich rauskam. Also deswegen. Es ist ein und Rode. Rätsel. Rode Einwechslung, so wie viel Ballgewinne der schon wieder gehabt hat beim Pressing, das war unglaublich. Ja, naja, und also wo der mit seinem lahmen Knien überall war, gell? Irre. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, Larsson hat das vorher auch sehr gut gemacht. Ja, also auch in dem Spiel hat Larsson wieder das gezeigt, was er schon gegen Sofia gezeigt hat. Abgeklärtheit, die Bälle gefordert, nach vorne gespielt, sicher am Ball gewesen, keine Ballverluste. Das Einzige, was Rode mehr gemacht hat, ist, dass er den Gegner mehr attackiert. Wenn Larsson das auch noch drauf hat. Ja. Ja, er ist ja unter seinen Fittichen. Also, ja. Er klebt ja im Training anscheinend beim Rode an den Hacken. Und ist mehr oder weniger sein designierter Nachfolger. Wenn das wirklich so aufgeht, dann ist wenigstens das, wo man jetzt schon sagen kann, das wäre dann schon richtig gemacht. Aber ja, also jetzt, Jungs, ich muss ja euch da jetzt ja, ich kann das Thema nicht aussparen. Oh, jetzt ist ja so ein Fußballspiel nicht 11 gegen 11. Wir hatten ja auch noch einen Herrn Bartstübner auf dem Platz, ne? Boah, hör auf. Ey, dieser Typ meine erste Frage ist, was war mit dem und Marmoush los? Haben die eine Affäre? Keine Ahnung. Haben sie sich gegenseitig verschmäht? Was zur Hölle war da los? Warum hat der alles von Marmoush zurückgepfiffen, grundsätzlich als Stürmerfoul? Und andersrum, wenn Marmoush nur die Augenbraue hochgezogen hat, auch gegen ihn gepfiffen? Wenn er umgerannt worden ist, der Oma Marmoush, wurde grundsätzlich Stürmerfoul. Aber ich bin da bald geplatzt oben. Ich fand auch die Szene mit Götze auch, also das war, hätte man auch einen Elfmeter pfeifen können. Also der hat also ihn schon klar am Bein getroffen, ne? Wenn ich mir das noch fünfmal angucke, Götze will sich umdrehen, kriegt da Knie gegen Knie und kriegt das Standbein weggesäbelt. Punkt. Amen. Ja, also es gibt beim VAR gibt es diesen sogenannten Silent Check. Das heißt, solche Sachen werden prinzipiell immer im Hintergrund gecheckt, ohne dass das wer mitkriegt. Und dann kriegt normalerweise der Schiri aufs Ohr, du unterbrich mal und schau dir das vielleicht nochmal an, was da vor einer Minute 30 war. Das ist aber auch nicht passiert. Also nicht mal ein Silent Check gab es da. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Im ersten Augenblick habe ich ja geschrieben, okay, es kann, muss aber nicht. Dann habe ich aber irgendwann die Zeitlupe gesehen und mir gedacht, naja, wenn er das auf der drüberen Seite pfeift, dann muss er das aber hier auch pfeifen. Nicht böse sein, so. Aber das ist vom Härtegrad ist da ein Nullunterschied. Das sehe ich auch so. Also ich
hab laut da in dieser Kneipe gestanden in Heidelberg und hab geschrien Elfmeter und hab dann den Schiedsrichter als blöden Arsch tituliert in einer Lautstärke. Das war echt schön, weil, ja, für mich war es dann vor allem in der Zeitlupe offensichtlich, und warum dann VAR nicht eingreift und sagt, ey, guck dir das nochmal an, ist für mich völlig unverständlich. Ja, vielleicht war es für die keine glasklare Fehlentscheidung und dann lassen die es halt einfach weiter murkeln. Sorry, es gab einen Kontakt. Verstehe ich nicht. Götz ist auf die Fresse geflogen. Also ich meine, viel mehr brauchst du da nicht. Dann soll er sich das Ding angucken und soll selbst entscheiden, aber nicht aus dem Spiel raus zu sagen, ja, war nix. Das hat er öfters mal gemacht, wo wir auf die Fresse geflogen sind. Für wo jeden Furz und Feuerstein pfeifen die irgendwelche Handelfmeter, dann weiß der Kuckuck was. Und dann, wenn es mal räumt, passiert original nix. Naja. Ja. Definitiv ein Spiel, das wir niemals hätten verlieren dürfen. Unentschieden spielen auch nicht. Eigentlich hätten wir dieses Ding gewinnen müssen, so schlecht wie Köln war. Das hat ja Baumgart danach auch gesagt mit eigentlich eigentlich haben es, genau. Was uns unterm Strich leider Gottes aktuell in der Tabelle nichts Wirkliches hilft, weil Platz 10, 5 Punkte, plus 1 Tordifferenz, klar, wenn man nur so komische Ergebnisse hat aktuell. Aber jetzt ist Länderspielpause und da war vorhin die Frage im Chat, ob die Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt kommt, und die Mehrheit hat gemeint, ja. Ich bin eigentlich auch der Meinung, ja, eigentlich ist mir es wurscht, diese Länderspielpause, aber für die Eintracht, glaube ich, ist das schon gut, dass man jetzt 2 Wochen Zeit hat, die neuen Spieler, die relativ kurzfristig gekommen sind, zu integrieren. Mule, wie ist deine Meinung dazu? Findest du, das ist gut so, oder denkst du dir, naja, eigentlich ist hier Praxis das oder Wettbewerb das Beste, wobei es ja am Donnerstag, glaube ich, das Testspiel gegen Wien Wiesbaden, wo sich aber auch keiner wirklich wehtun wird. Hoffentlich. Ja, aber da kannst du die neuen schon mal spielen lassen. Nee, ich finde auch, dass die kommt zur rechten Zeit für uns, diese Länderspielpause, weil jetzt kannst du die neuen eingliedern, jetzt kannst du denen ein paar Sachen zeigen, kannst Sachen vertiefen. Klar, es fehlen natürlich einige, die auf Länderspielreise sind, aber du hast auch noch einen ganzen Arsch voll Spieler da, mit denen du das machen kannst, und das passt schon. Und ich denke mal, die ganzen Sachen, Passwege, wie wir stehen und so weiter, das kann man alles noch mal ein bisschen trainieren und machen und tun. Und nach der Länderspielpause muss man da sehen. Da bin ich auch mal gespannt auf die Aufstellung. Ja, dann, sollte vielleicht mal eine Aufstellung bleiben und nicht ständig irgendwie durchändern. Ja gut, aber ich meine, gut, du hast halt jetzt noch einen Chaibi dazu, du hast noch einen Nkunku dazu, wo du sagen kannst, okay, die Defensive steht ja, da wird sich nichts ändern, aber da hast du halt jetzt Möglichkeiten zu sagen, okay, schauen wir so mal. Und da geht's schon los, ich schaue gerade nach. Also Chaibi zum Beispiel ist gar nicht da, der ist auf Reise. Mamouche ist auf Reise, Skiri ist auf Reise, also eigentlich alle, die neu sind nicht da. Also bringt es genau nichts. Den Kunku ist da. Ich schau gerade. Also Trapp ist unterwegs, Scheibe ist unterwegs, Mamouche ist unterwegs, Pacho ist unterwegs, Skiri ist unterwegs, Knauf ist unterwegs, Larsson, Simoni und Collins. Also nicht mal die U21-Spieler sind vollzählig da. Naja. Jo. Also. Ja, nichtsdestotrotz. Nee, aber da ist jetzt eher was, das, keine Ahnung, ob wir das vielleicht mal bewusst mit auf nächste Woche verschieben, wenn wir mal so über Kader, Transfers und Möglichkeiten vielleicht mit Dustin reden. Ich habe da immer noch so das Horrorgespenst Afrika-Cup vor Augen und vor Ohren. Weil da werden uns im Januar bei 4, 5 Bundesligaspielen ganz schön Säulen fehlen und abgehen, liebe Sportsfreunde. Wer fehlt? Mamouche fehlt und Skiri wird es weg sein. Ja, und das halte ich für, gerade Skiri halte ich für mutmaßlich ein essentielles Problem. Ja, es wären Chaibi, Mamouche und Skiri, genau. So, ja, Chaibi ist ja. Chaibi ist ja Algerier, ne? Yes. Ja.
Also ja, merken, da beschäftigen wir uns mal noch mit, ne? Nur mal so. Also, na, und Jörg, jetzt hast du gesagt, ich will da mal eine Aufstellung. Nee, das will Dino aber nicht. Und ich gebe es zu, ich will es auch nicht. Weil was mir schon seit Jahren immer stinkt, ist, wenn sich dann, das haben wir auch bei Glasner bemängelt, dass er sich dann immer auf seine 14 Spieler einschießt und immer mit dem gleichen Stiefel kommt. Ich bin eigentlich mal ganz froh, dass zumindest mal versucht wird, auch in der Mannschaftsmischung, immer mal ein bisschen was umzutauschen, was umzuswitchen, vielleicht auch hoffentlich irgendwann mit einem guten Erfolg auch mal den Gegner dann zu überraschen und sich dem anzupassen oder einfach zu übertrumpfen. Immer die gleichen? Warum? Das muss ja nicht. Nee, sehe ich ähnlich. Jetzt kriegt ein Aaronson wenigstens mal die Chance, sich zu zeigen. Der ist auch nicht schlecht, was er da vorne macht. Ich meine, einmal ist er gegen, glaube ich, gegen, wie heißt der? Irgendwas mit MA. Wie heißt denn dieser Typ? Auf jeden Fall gegen so einen Kölner gerannt, wo ich dachte, okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Der hat ihn mal kurz weggeplockt. Also da siehst du schon, der kleine Aaronson gegen dieses Riesenvieh aus Köln. Aber der Typ ist halt schnell, er ist wendig, er ist ballsicher und der hat dir dann auch den Pass zum 2-0 gegeben, den Skiri dann reingemacht hat. Ganz kurz, gute Stefan, ja, wir haben schon über den Top-Schiedsrichter gesprochen. Wir haben ihm eine ganz tolle Note gegeben. Die muss zwar erst erfunden werden, aber das haben wir vor, glaube ich, 5 Minuten oder sowas, haben wir da kurz drüber gesprochen. Wenn du noch einen Take dazu hast, dann lass ihn raus. Wir sind FSK 18, wurscht. Zu spät, ja, dann nachhören. So schaut's aus. Und wir haben ihn als unterirdisch tituliert. Solltest du ihn besser gefunden haben, behalt's für dich. Oder dann raus. Der Kicker gibt ihm ja eine Note 3,5 und faselt was von konsequenter Linie. Ja. Natürlich. Ja, konsequent für Köln gepfiffen und nicht für Frankfurt. Das sehe ich ein. Ja, das ist richtig. Da war er konsequent. Ja, aber wir dürfen trotzdem nicht hingehen und ihm und jetzt sagen, okay, am Schiri ist gelegen. Nein. Muss es halt selber liegen. Also nicht, dass jetzt da draußen, das haben wir in der Gruppe, ich glaube, du hast das eh geschrieben in die Gruppe, Thorsten. Das Schiri kacke, ja, aber das ist nicht der Grund. Ja, nicht, dass da jetzt einer sagt, oh, das haben wir jetzt, wir reden das jetzt heraus. Nein. Wollten wir damit auch gar nicht sagen. Also der war halt einfach unterirdisch mit dem, was er getan hat. Entscheidungen waren teilweise nicht nachvollziehbar, aber auch mit dieser Schiri-Leistung hätten wir das Ding eigentlich wuppen müssen. Eigentlich ja. Aber wisst ihr, was ich auch sehr komisch bis überflüssig fand? Das ist ja toll, jetzt so eine riesengroße Nordwestkurve zu haben. Dann kommt nach dem Spiel die Mannschaft vor die Kurve, aber das bin jetzt wieder nur ich, aber ich kenne genug, die das genauso empfinden. Und dann stehen da die guten alten Männer- und Frauengesangsvereine der Vereinten Eintracht vom Main und singen wieder ihr depressives Lied vom kleinen Jungen aus der großen Stadt. Und unten stehen so Menschen wie in Kunku und gucken sich an, sagen, was singen die da? Was ist das für ein Depri-Song? Hä? Also das habe ich null verstanden. Noch schlimmer, ich habe dafür kein Verständnis. Und ja, ich habe es ja gestern auch geschrieben. Was, wen auch immer außer sich selber, die da die ganze Zeit feiern. Ich weiß nicht, das ist halt ja, eigener und Ding. Ja, aber ja. Ich hab's ja gestern auch geschrieben. Und jetzt war ich die Saison dank weil wegen Urlaub das erste Mal da, auch in meinem Umfeld, in meinem Block, wo ich seit Jahren meinen Dauerkartenplatz habe, hat sich so viel Publikum verschoben. Bei dieser quasi Götze-Aktion mit dem mutmaßlichen Elfmeter gab es halt irgendwie auch mal von hinten irgendeine Bierdusche. 2 Reihen weiter vor mir saß eine ältere Dame, die hat eine Bierdusche abgekriegt. Die hat dann erstmal Rotz und Wasser geheult, 10 Minuten lang. Die hat sich da völlig unwohl gefühlt. Da habe ich mir gedacht, was willst du eigentlich hier? Vor mir saß ein Vater mit Kind. Kind hat das Spiel auf dem Handy auf Datsen geguckt. Sag mal, du sitzt im Stadion, guck halt unten auf die Wiese. 3 Plätze weiter links sitzt ein anderer Vater mit einem, keine Ahnung, ich würde ihn einsortieren als, wird 4 Jahre alt gewesen sein, mit dem Sohn, dicke Mickey Mäuse auf der Ohren, Schoßkind und mokiert sich und regt sich über jeden auf, der an ihm vorbeigeht, um irgendwie mal aufs Klo zu kommen oder doch noch ein Bier zu besorgen. Also, liebe Eintracht, wenn das das Ziel war, durch die Vergrößerung der Stehkurve jetzt da irgendwie so Handtäschchen-Publikum reinzuholen, dann wird das vielleicht doch nach hinten losgehen, was die Stadionstimmung betrifft.
Und manche aus der NWK haben es mir nach dem Spiel schon berichtet, die haben gesagt, früher so Wechselgesänge, ne, so schwarz-weiß-rot, SGE, die sagten, du hast den dritten Teil, also was dann meistens von der Ost kommt, nicht mehr auf der Westkurve wahrgenommen, was früher anders war. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ich habe tatsächlich Sorge davor. Ja, das so ähnlich haben sie ja dann irgendwie das ja auch kommuniziert mit, ja, sie wollen halt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, dort reinzukommen und dass alle quasi auch dieses Thema Familienausflug, dass sie das da quasi mitnehmen können. Ja, ja, kann man so machen. Du kannst dich mittlerweile auf der Gegend gerade im Unterrang bepöbeln lassen, wenn du während dem Spiel mal aufstehst und laut Scheiße schreist. Das haben auch mehrere berichtet jetzt schon diese Saison. Setzen Sie sich hin, das gehört sich nicht. Alter, halt die Fresse, bist beim Fußball. Das haben wir, wenn meine Frau und ich im Stadion sind, haben wir das auch schon gehabt, dass einer gemeint, ja, kann man sich da nicht hinsetzen? Nein, ich will gerade stehen. Also ich meine, es hat Gründe, warum wir Sitzplätze haben, aber wenn ich jetzt stehen will, dann will ich stehen. Wenn dann ein Konter läuft und ich will mich hinstellen, weil ich dann schauen will, dann will ich das jetzt machen. Und wenn ich da rumpöbel oder meine Frau rumpöbelt, dann pöbeln wir rum. Wir sind hier nicht im Stadion, wir sind in einer kinderfreien Zone. Punkt. So, aus ist, ja. Wo sind denn deine ganzen Jungs und Mädels hingezogen, die sonst bei dir saßen? Haben die sich jetzt Stehplätze besorgt oder? Du, keine Ahnung, ich kenne ja auch nicht alle, ja, aber so, es sind schon noch etliche da, aber du hast auf vielen Plätzen einfach auch daran gesehen, dass da auf einmal nur, da sitzt da ein grünes T-Shirt und ein blaues T-Shirt und das siehst du einfach, dass da jetzt irgendwie Leute sitzen, die da einfach nicht hingehören. Okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum die Dame da geweint hat. Das ist vermessen, dass ich mir einbilde zu sagen, dass ich entscheiden darf, wer da hingehört und wer da nicht hingehört. Aber ich will damit nur sagen, Leute, wir sind hier in einem Fußballstadion. Da muss auch mal einer laut Scheiße schreien dürfen und sich über irgendwas mokieren dürfen, ohne gleich irgendwie einen Rüffel von irgendwem zu kriegen. Und wenn einer raus will, um ein Bier zu holen, dann geht er raus und holt ein Bier. Und dann hat er nicht angeflaumt zu werden. Punkt, Ende, Amen. Ja, vor allen Dingen, was ich jetzt da super finde, diese Doppelmoral, die du da schon wieder hast, dieses bitte müssen Sie hier so komisch reden, weil ich habe hier ein 7-jähriges Kind mit dabei, das geht nicht. Hast du eine Ahnung, wie dein Kind in der Schule, am Spielplatz, in WhatsApp und sonst irgendwas redet? Alter, das ist harmlos dagegen. Dann also, lieber kontrolliertes Pöbeln, ernsthaft. Ist richtig. Oder geh in den Familiensektor. Da wird weniger, oder zu Hoffenheim oder nach Leipzig. Aber den Familiensektor gibt es ja bei der Eintracht nicht mehr. Der ist ja abgeschafft. Ach so, ja. Nachdem ich da nicht hinkomme, kriegst du das nicht mit. Ja, Jörg, der ist weg. Der ist ja dem Umbau der Nordwestkurve zum Opfer gefallen, weil man den Familienblock gebraucht hat, um die EFCs, die auf ihren Ärschen hocken bleiben wollen, die im Oberrang der NWK waren, dass man die jetzt auf die Ostkurve setzt. Ja, aber das wollte gerade sagen, das kann ich ja verschieben. Aber ja, nee, gut. Abgeschafft. Punkt. Man muss halt weg. Da könnte man auf Kind. Nein, die sollen gleich lernen, wie das harte Leben funktioniert. Die werden vom Hauptbahnhof Südseite werden die abgeholt mit dem Uber. Na, schräg. Also, ich verstehe so nicht, warum man das Ule, so, ne? Egal. So, auch wenn ihr es draußen nicht versteht, ne? Hier so unser Insider, mein Analog-Trello hier neben mir habe ich jetzt abgearbeitet. Ah, schön, dass du dann analog Trello abgearbeitet hast. Dann können wir ja. Vorher machen wir noch was anderes. Wir haben die Tipps noch nicht gemacht. Die Tipps zum Weil er einmal Spiel recht hatte. Gegen Sofia waren alle falsch. Aber gegen Köln hatten, lass mich kurz reinschauen, zwei oder drei Leute. Wo ist mein Trello? Zwei Leute, das richtige Ergebnis. Einmal der Panik, der sowieso prinzipiell immer irgendwie recht hat. Und einmal der Jörg. Wer noch? Der Jörg, ja, ich der Mülling-Jörg. Sag's lauter, was? Ich höre so schlecht. Der Jörg! Danke, geht nicht ja. Nicht so laut übersteuerst. Ist mir egal. Ist mir egal, der Mule ist traurig.
Ja, es war halt ein typisches 1:1 Spiel. Ich möchte nicht wissen, wie wenig Punkte ich nur bei Kicktipp habe. Das können wir gleich checken. Das Spiel der Eintracht ist übrigens am Donnerstag, 7. September um 12 Uhr auf Platz 4 und wird übertragen auf Eintracht TV und Sky Sport News. Übrigens, liebe Eintracht, es wäre nett, wenn man Eintracht TV abonnieren könnte, also wieder, weil abgelaufen und es geht weder im Internet noch auf der Ding Mail schon hingeschrieben, es interessiert keine Sau, dann halt nicht. Weiß ich nicht, dann vielleicht geht das auch nicht mal in Österreich, weil es jetzt so wow ist. Was weiß denn der Geier? Kannst du nicht da abonnieren, es geht nicht. Okay, darf ich nochmal einen kurzen Einwand dazu bringen, um in Franks Stimme zu sprechen? Eintracht TV wäre schon sehr wichtig, wenn es funktionieren würde, da am Mittwoch die Mädels im Bretanobad ihr erstes Champions League Qualifikationsspiel haben bei diesem Miniturnier und glaube ich Freitag im Waldstadion. Und das gibt's live bei Eintracht TV. Okay. Weißt du die Zeiten auswendig? Nee, ich habe jetzt nicht geguckt. Das fiel mir nur gerade eben ein. Ich gucke mal, warte mal. Ich gucke, dann gucke mal. Ich mache in der Zwischenzeit die Kicktipp drauf. Gucke mal hier drauf, versteht. Also ich wollte nur sagen, Jörg, ich werde Eintracht TV Abo-Verlängerung am 15. September dann testen. Da bin ich fertig. Okay. Na, ich probiere seit 29.08. Genau. Wurscht auf welchem Device, wurscht mit welcher Software, es ist vollkommen egal. So, die Steffi schreibt, die Mädels kommen am Mittwoch 18.30 Uhr auch auf Datsen. Genau. Auch auf Datsen. Und okay. Regine schreibt, die Mädels spielen am 6.9. um 18.30 Uhr am Brentanobad. Da ist ja auch gleich wieder alles raufgeschwappt mit, warum nicht auch so Leute wie in der Deutsche Bank Arena. Die kenne ich nicht einmal. Wo ist denn die? Wo ist denn die Deutsche Bank Arena? Das weiß ich auch nicht. Das ist die Deutsche Parkbank. Das heißt Waldstadion. Was heißt da Deutsche Bank Park? Was ist mit dir, Mule? Ja, es heißt Waldstadion. Aber die Parkbank ist doch schön. Wollte ich auch gerade sagen. Und das zweite Spiel machen sie ja dann im Waldstadion am Freitag. Na, schauen wir mal, ob sich die Mädels diesmal qualifizieren für die Champions League. Und jetzt schauen wir mal in die Champions League der Tipper. Gegen Slowako. Ich bin's nicht. So, an der Spitze hat sich nichts geändert. Mixit noch nach wie vor vorne. 48 Punkte vor Terry mit 47 und der Heinz Schenk und Glückshaus ist nur mehr Dritter mit 44. Und dann schauen wir mal weiter runter. Wen haben wir denn dann noch alles? 12 Plätze nach vorne ist hier einer gegangen, auf 10. Ja. 13 Punkte geholt. Nicht schlecht. So, der Chris hat 36 und ist 17. Benzisau ist auch 17. geteilt mit dem Chris. Dann haben wir von uns. Wir haben wieder verkackt. Frank ist auf Platz 26 mit 31 Punkten, der Mule und ich dahinter mit 30 Punkten. Ja, also alle Zahlen an dem Wochenende waren bis auf der Ansgar Brinkmann und zur Eckfani. Die haben 13 Punkte geholt und der Rest fast alles nur zweistellig. Ja, ein paar Leute haben noch 10 Punkte, aber da ist übrigens zur Eckfanis Gekas. Ja, dann halt, müsste ich das Handy jetzt und da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Deswegen sage ich es dir ja. Dankeschön, Herr Assistent. Aber Mule, wir sind einen Platz gefallen. Und der Korken ich möchte nicht über Tipps sprechen, ich möchte das nicht. Der Korken 78, manch einer kennt ihn. Korken 28 auf Platz 34. Ja, da hat fast so viele Punkte wie der Platz. Aber er hat sich können wir das so machen, bitte, dass wer einen Punkt hat, ist Erster und so, also andersrum vielleicht? Willst dann du Korken wäre oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Wir haben alle verkackt. Also du hast noch 2 Punkte mehr geholt als der Jörg und ich. Also von daher, yay, du bist auf dem Weg nach oben.
Hervorragend. Ja, Steffi, Platz 29. Herzlichen, aber immerhin Gladbach, Bayern, ungefähr die richtige Richtung getippt. Die Saison ist noch lang. Genau. Da wird sich noch einiges tun. Das sind 16 Euro ins Phrasenschwein. Und es dauert ja jetzt zum Glück ein bisschen, bis es weitergeht. Und wir werden uns dann schon alle dort einfinden, wo es uns eigentlich auch hingehört. Also, irgendwo da bin ich ja ganz runter. So. Das ist ja so letzter. Ungefähr. Shame. Gut, nächste Woche kommt, wenn alles gut läuft, der Dustin. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die schicken oder live in der Sendung dann stellen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Empfehlungen oder sowas? Irgendwas Spannendes zum Spielen, Schokolade, Bier, ich weiß nicht. Ich weiß ja, das war hier schon, oder? Diese Schiedsrichter-Doku der ARD auf der ARD, die habt ihr irgendwie schon rausgehauen, als ich weg war, oder? Also ja, wer sie nicht gesehen hat, guckt sie an, diese Schiedsrichter-Doku, unparteiisch, war großartig. Ansonsten hatte ich Urlaub, ich empfehle jedem, macht Urlaub und dann ist alles grundervoll. Das ist super. Okay. Hat einer von euch auf Disney Plus The Bear gesehen? Ist das Zeichentrickfilm oder? Nein. Es ist jetzt die zweite Staffel, geht um mehr oder weniger eine Restauranteröffnung. Empfehlung, sollte man gesehen haben, ist echt gut. Also ich habe ein paar Folgen gebraucht, um reinzukommen, aber dann hat es mich gehabt. Also es ist, ich sag mal so, diese Serie oder diese, ja, das ist wie heiß und kalt baden, das Ding. Oder duschen. Also so ziemlich lau oder was? Nee, tatsächlich kalt, knallerheiß, kalt, knallerheiß. Also das haut dich von einer Emotion in die nächste. Also das ist schon ziemlich geil. Also wenn ihr mal was gucken wollt, schaut es euch an auf Disney Plus. The Bear. Jawohl, sehr wohl. Okay. Jupp. Und ich hätte dann noch ein Handyspiel. Keine Ahnung, ob es das auf Android gibt. Das könntest du ja schauen, Mule. Das heißt Dump Ways to Climb. Wer Only Up kennt. Die kenne ich. Ein Dump Ways to Climb. Wer Only Up kennt. Das ist so ein richtiges Bruchspiel, wo man halt ganz nach oben kommen muss und du kannst dort nicht verrecken oder so, sondern im schlimmsten Fall fällst du den ganzen Weg runter und du hast vielleicht eine halbe Stunde Spielzeit umsonst gespielt, weil du den ganzen Weg wieder raufrennen kannst. Gibt es jetzt auch am Handy, kostet nichts. Also wie gesagt, beim iPhone weiß ich es. Gibt es auch auf Android. Beim Android gibt es das auch, sehr gut. Also wenn man hin und wieder das mal spielen will und dann das Handy irgendwo an die Wand schmeißen will nach dem dritten Versuch und du schaust auf den Counter, denkst du, okay, nach einer Stunde schon wieder runtergetröppelt, dann kann man dieses Spiel Dump Ways to Climb empfehlen. Das Game ist voll geil und man kann das auch offline spielen. Das Spiel ist stabil und geil, aber es gibt keine Checkpoints. Dann hätte ich auch 5 Sterne gegeben. Das ist es doch gerade. Das ist ja das, was rauskommt. Der Stefan empfiehlt auf YouTube, wer auch immer Dietmar Diamant ist, sagt mir jetzt genau nichts. Ich kenne nur Diamant Ramay. Das klingt gut. War der schlecht? Okay. Ich weiß nicht, wir geben den Account einfach mal unten rein. Ich keine Ahnung, Dietmar Diamant. Ich gucke mal auf YouTube, gell? Dietmar Diamant auf YouTube. Gucken wir doch mal, wo ist denn hier YouTube? Hessisch, da bin ich ja jetzt neugierig, gell? Ja, wir hauen es unten rein, dann kannst du dir das ja geben, du kannst uns ja dann nächste Woche oder so berichten, wie hervorragend. Was? Dietmar Diamant. So wie dieser andere, dieser, was? Quellkartoffeltyp. 150 Liter. Okay. Schauen wir uns das dann an. Ernie will auf die Cap. Ernie, Bert und der Zahle, Louis. Okay. Ja, gut. Ich glaube, damit können wir mal nicht reich. Dietmar Diamant. Ja. Gut. Yo. Dann werden wir uns Dietmar Diamant irgendwie mal geben.
Was ihr euch geben könnt, ist www.adler-podcast.net für alle Informationen, alle Folgen und quer verlinktes Zeugs vom meintracht.blog, wo ihr natürlich auch jederzeit eigenständig drauf schauen könnt. Da ist quasi unsere Blogstation, wenn man das so nimmt, oder? Herr Korten, kann man das Blogstation nennen? Ach, das finde ich ein schönes Wort. Doch, doch, gefällt mir gut. Okay, das, da bin ich doch beruhigt. Was ihr auch dort findet, sind unsere Social Media Accounts auf Twitter, X, ach, call it like you want, ist es mir egal. Facebook, Instagram und so weiter und so fort, @adlerpodcast. Und natürlich auch, wie ihr uns finden könnt auf Patreon. Und zwar patreon.com/adlerpodcast. Dort ein bisschen digitalen Applaus hinterlassen. Und dann haben wir Freude, Spaß und natürlich auch, wenn ihr gut seid, die richtigen Fragen für unseren Dustin Böttger in der kommenden Woche. Natürlich findet ihr dort auch den Zugang zu unserem kostenlosen Discord-Channel. Da einfach mal vorbeischauen, mitmachen. Ich weiß, es ist montags, aber es ist uns egal. Punkt. So. Na, ist ja so. So. Unser Podcast, unsere Regeln. So schaut's aus dem Schneckenhaus. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Ja. Wir haben ja noch gesagt, dass wir den frank-wandert.de, der Frank ist nämlich nicht da, das ist sein Blog, den hauen wir auch noch unten in die Shownotes mit rein. Da gibt es mit Sicherheit wieder Bilder und Texte und Furz und Tralala aus seinem aktuellen Urlaub. Ihm könnt ihr auch folgen unter @sg_papa, dem @korken78, dem @mudemeister oder mir @joe2go_. Und wenn jetzt keiner mehr von euch irgendwas zu sagen hat, dann fahren wir in die Ausfahrt. Habt ihr noch ein letztes Gebet? Nee. Irgendwas? Nee. Ein lautes Tschö hätten wir noch. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Gute. Quark und Jörg. Altes Holz. Baby. Ja. Du bist so ein bisschen. Gib mir eine Hand. Ach, Mann. Gut. Fresse jetzt. Gute. Schnauze!